Jeden Morgen stehe ich um 5 Uhr auf, dann ist es noch dunkel draußen. Dann fahre ich mit der Straßenbahn zum Paketzentrum, während die meisten Menschen noch schlafen. Ich liefere seit 27 Jahren Pakete aus und das zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Mein Name ist Thorsten Tusche. Spitzname ist Toni, jeder kennt mich unter Toni. Ich gehöre, so wie der Bäcker, wie der Arzt, der Friseur, gehöre ich einfach dazu. Ich bin der Toni, der die Pakete ausliefert und jeder kennt mich. Also offiziell haben wir Dienstbeginn um 7 Uhr. Wir kommen ein bisschen eher zusammen, unterhalten uns noch ein bisschen. Die Herausforderung ist, diese Riesenverkehrsmengen, die wir haben, zu bewältigen. Gleichzeitig jeden Tag, auch wenn es mal ein Problem gibt, freundlich zu sein. Wirklich versuchen, alle Kunden zufriedenzustellen und das alles auch noch in einer gewissen Zeit. Selbst bei der Beladung muss es halt sehr, sehr schnell gehen, damit wir auch schnell die Zustellbasis verlassen können, um so schnell wie möglich ins Revier zu kommen. Und die Kunden wissen halt ganz genau, wann der Zusteller kommt. Plus, minus 20 Minuten ist es wirklich jeden Tag, bin ich bei den gewissen Kunden. Und wenn wir dann ein Zeichen bekommen, dass alle Pakete da sind, fahre ich dann in mein Ortsteil nach Gelsenkirchen-Resse und stelle dort Pakete zu. Ja, Gelsenkirchen-Resse ist ein sehr schöner Stadtteil in Gelsenkirchen. Beinhaltet sehr viele Einfamilienhäuser, Industriegebiet, eine kleine Einkaufsstraße. Und das halt das Wichtigste ist, jeder jeden kennt. Es ist ein sehr gemütlicher, kleiner, schöner Stadtteil. Ich würde meinen Beruf nie tauschen, da ich mir nicht vorstellen könnte, 8 Stunden am Büro zu sitzen. Ich brauche einfach diese Abwechslung, diese Beweglichkeit, diese Anforderung, diesen netten Kundenkontakt. Das ist das, was ich brauche. Und deswegen mache ich es gerne. Es wird sehr, sehr viel gefragt. Zum Beispiel meine Tochter ist 11. Wir haben das alles mitbekommen. Ich musste früher die Babyfotos zeigen und jetzt fragen sie, zu welcher Schule sie geht. Diese Anteilnahme ist einfach sensationell. Und ich bekomme jedes Mal eine Dose Cola geschenkt. Ich bekomme jedes Mal Süßigkeiten geschenkt. Das ist einfach wirklich sehr, 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 sehr nett. Die sind einfach nur klasse. Der Tag ist für mich dann erfolgreich, wenn ich keine Sendung benachrichtige. Das ist immer sehr wichtig, wenn die Leute also wirklich alle ihre Sendungen bekommen haben und es einfach Spaß gemacht hat. Aus den Kollegen sind wirklich gute Freunde geworden. Wir beginnen ja den Tag gemeinsam. Regelmäßig gehen wir auch essen bzw. was trinken zusammen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass alles so bleibt, wie es ist, dass DHL-Paket weiterhin so erfolgreich ist, dass wir ganz viele Leute noch einstellen können und dass alle meine Kunden weiterhin zufrieden mit mir sind.